So, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Herzlich willkommen zu unserem Let's Fail. Heute nur mit Keeper und Katie. Falls ihr euch wundert, warum ich so eine komische Stimme habe, es liegt daran, dass ich gerade einen Filter im Mund habe, weil ich mir gerade noch eine Zigarette Wie immer. drehe. Wir spielen heute ein 5 on 5 mit sehr vielen Randoms und sehr vielen guten Randoms. Wollen mal sehen, was daraus wird. Da das eines der letzten Spiele mit Keeper sein wird, bevor er finally gebannt wird, weil er mal wieder reported wurde, hoffen wir mal, dass wir das noch genießen können. Ja, schau mal, es geht immerhin um 6 Punkte. Was nehmen wir eigentlich? Wo ist er, wo ist er? Ich weiß nicht, wen du picken wolltest. Ja, 2 Hard Carries haben wir. Ja, könnte interessant werden, die Paarung. Ja. Dann schauen wir doch mal. Ja, überspielt als Pebbles, spiele als Kraken. Gehst du mit hoch? Ja, wir sollen können nicht als auf eine Lane, das macht keinen Sinn, oder? Ja, 2 Miele wäre nicht ganz so. Die wollen Pfeiler in Okay, der die Mitte fröhliche schicken. Diskussionsrunde geht los. Okay, CD schon mal fail. Boots first? Mal seine Items gecheckt. Ja, habe ich gerade gecheckt. Was will der denn daraus bauen? Entweder Power Supply oder er hat nur Hardchips. Aber er hat schon mal eine Eingebung, dass er Ragnar Mitte ist und Wild Bottom. Solange Valk nicht top ist, ist mir das relativ wohin. Solange ich jetzt nicht einen 5-Sekunden-Arrow gleich fange, ist mir das auch wohin. Obwohl, warte mal, das würde bedeuten, dass Armadon und Dings oben sind. Nee, Armadon und. Nee, Valk ist top solo. Dann habt ihr die beschissene Lane. Wir haben die extrem beschissene Lane, ja, haben wir, eindeutig. Unsere Lane ist mal richtig. Anymph muss schon mal ein bisschen weiter zurück. Dann hat sie eine Solo-Lane, ne? Ich denke mal, Warbeast wird im Forest sein. Ah, aber dann habt ihr auch die Trip Lane und Wir werden als erstes die Ganks bekommen, ja. Keine schönen Gangs, glaube ich. Nee. Oh, und ich krieg natürlich gegen Clint Eastwood 0 Last Hits. Ja, jetzt vielleicht. Oder auch nicht. Scheiß Attack Animation, ey. Wow, mein erster Last Hit. Die sind auch schon beide gut down. Geht das schon? Ich musste aber auch schon die erste Pot einschmeißen. Also ich habe fast alle Consumables weg. Ja, Armadon spammt wie immer gut rum.
Aber dank den schönen Range Indicator ist mir das Latte. Ja, ey, block mich. Gumpe. Finn spielt sehr schön. Ja? Ja. Oh. Noch 20, 10 Mana. Wesley. Ich werde trotzdem mal zurück. Schön First Blood mir geholt. Wie sieht's bei euch oben aus? Schauen wir doch mal zu euch. Geht auch nur auf Damage, hat auch keine Consumables mehr. Ich versuche unten noch mal mein Glück. Mal bekommen. Ja, am Anfang geht Nymph halt noch gut down, ne? Okay, um 18, 19 muss der Creep Pull in dem anderen Spot kommen, um Creeps zu pullen. An dem linken. Good to know. Noch mal zwei rausgenommen Mist. Unten. Top ist Reh. Okay, die haben Flying Courier. Regeneration.
Drei sind unten. Naja, gut, das ist ja Standard. Ja, jetzt sind sie auf der Lane 3. Wollen halt ein bisschen push. Ach, fuck. Fuck. Voll Error reingerannt. Ein Flintschild irgendwo anders. Ich schau mal, ob ich Mitte was machen kann.